Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Entdeckung Windlands. Wir sind immer noch in der Mission Texas, haben da die hübschen Indianer direkt vor der Haustür, die uns zum Glück aber noch in Ruhe lassen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob in der Mission uns die Indianer schon angreifen. Es unbedingt herausfinden möchte ich auch nicht. Und ja, ich muss mal wieder den Ton leiser stellen. So. Meine ersten drei Krieger werden jedenfalls erwachsen, die dann den Wachturm besetzen sollen. Gucken wir mal kurz, wie es so mit den Wikingern aussieht. Alleinstehend, ja. Kinderlos. Kinder haben wir noch einen, der bald erwachsen werden sollte. Und ja, dann müssen wir ein bisschen warten. Du bist hungrig, dann geh essen. Dein Haus ist ja direkt über der Kaserne. So, mal gucken, wie sieht's mit Möbeln aus. Möbel sind noch genug vorhanden. Er stellt hier auch noch Möbel her. Hat er gestellt, besser gesagt. Jawohl. So, Bogenschütze. Bogenschütze Stufe 2. Bogenschütze Stufe 3. Bier. Kaserne verlassen. Jawohl. Einquartieren. So, der muss erstmal reichen. Wenn wir können, werden wir die anderen beiden auch dann zu Dreier-Bogenschützen machen. Und da müssen wir halt warten, bis Gold und Waffen reinkommen. Ja, Werkzeugschreinerei steht schon seit einer Weile leer, weil unser Eisenschürfer, also unser Werkzeugmacher mit Eisenschürft und Eisenmachen beschäftigt ist, damit er hier Waffenschmied wird und danach Rüstungsschmied. Holz wird schon im Hauptlager eingelagert. Ja, Tatsache. So, wie es aussieht, sind unsere Wege auch schon alle gebaut worden. Du sammelst noch ein bisschen Pilze, Öl haben wir ja noch ein bisschen. So, dann bauen wir Straßen. Weiter. Jo, brauchen wir auch mehr Straßen. Okay, du hast Waffenschmied gelernt. Hast auch fürs Erste die Menge an Schwertern hergestellt. Wenn ich richtig sehe, sind das 15.
Das heißt, du kannst jetzt Ja. Rüstungsschmied werden. Wo auch immer du hin willst. So, es beschäftigt uns Sucht Eisen. Also ja, unser Hauptproblem ist gerade, dass wir keine Steine mehr haben. Das heißt, wir sollten unserem Steinmetz mal Zeit geben, Steine ranzuschaffen. Das heißt, wir lassen die das Straßenbau gerade mal auf das, was jetzt gerade da ist, beschränkt. So, Bogenschütze. Stufe 2 Bogenschütze. Mit Bier ausrüsten. Da warten wir, bis sie noch einen Goldbadeball schleppen. Ja, du isst ruhig was. Bist ja auch schon wieder ein bisschen angeschlagen, aber ist halb so schlimm. Ich glaube, die Speere, die wir produziert haben, sind jetzt alle bereits eingelagert, kann das sein? Speer, 3 Stück, ja. Werden mir die Holzwerkzeuge eigentlich angezeigt? Die da rumliegen? Nö. Es kann also sein, dass hier irgendwo noch ein Speer rumliegt und keiner ihn eingesammelt hat. Geschirr ist noch gerade so vorhanden. Ah, unser Steinmetz bringt wieder ordentlich Stein. Gut. Eisen wird auch wieder ordentlich gemacht. Benötigst Gold? Du benötigst auch Gold? Ja, holt Gold. Und ja, mit dem Eisenwerkzeug herstellen warten wir erstmal ein bisschen, bis wir die Holzwerkzeuge, die da rumliegen, losgeworden sind. Oh ja, Stein ist kein Problem gerade. Gut. Ja, da weicht das büschige Zeug mal. Schuhe sind auch kein Problem, soweit ich weiß. Ne. Du sammelst wieder Pilze irgendwo? Oder gehst du gerade pennen? Du arbeitest, okay. So, wir haben Gold. Dann können wir dich befördern und aus der Kaserne rausschmeißen. So, das heißt, du gehst wieder zurück in die Kaserne und wir warten, dass das Gold reinkommt, was wir brauchen. Auch da wird Nahrung gebraucht. Sie haben es natürlich von dem Bärenstrauch. Naja, ist auch egal, wo sie es hernimmt.
Also ja, Eisen und Gold sollten wir eigentlich nicht so große Schwierigkeiten haben. Ihr transportiert Eisenrüstung, ja. So, unser Müller kann trainiert werden. Dann tun wir das auch mal. Also ja, Nahrung ist absolut kein Problem. Leder sollte eigentlich auch kein Problem sein. Nö. Ich meine, es gibt ja genug Tiere hier zum Jagen. Du bringst Gold. Du auch? Ja, du auch. Gut. Möbelwerkstatt steht eine Weile leer. Ja, ich sollte erstmal gucken, dass ich hier oben die Anbindung fertig mache, bevor ich dann hier drüben fertig die Anbindung mache. Also an Straßen. So, du hast Rüstungsschmied erfunden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Eisenrüstung 13. Schwerter 15, okay. Das heißt, stell mir noch zwei her. Da habe ich hier 3, 4 habe ich hier. Da habe ich 12. Da habe ich 11. Ach, also noch eine Eisenrüstung. So, du kannst auch trainiert werden. Und ja, jetzt muss ich halt warten, bis das Zeug eingelagert wird. Dann muss ich ein bisschen Inventur machen, gucken, was ich noch brauche. Also wahrscheinlich Waffenröcke werde ich brauchen. Weil ich werde so 20 Schwertkämpfer und 15 Bogenschützen brauchen, um hier eine Chance haben zu können. Und ja, Militär kann sehr anstrengend sein. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Na, ja, wir haben schon mal mehr Eisenrüstung, als wir Schwerter haben. Du kannst trainiert werden. Ja, ich lasse jetzt mal die Träger. Yeah.
gucken, dass sie alles leer räumen. Also Rüstungen, Schwerter, Waffenröcke, Bögen, dass nur noch Gold und Bier geholt wird. Boah, Bier ist fast voll. Auch schon.